Hier wartet er bereits, der erste Träger eines großen Namens. Herzlich willkommen. Sonst haben wir öfter mal schon betagtere Menschen hier. Jetzt haben wir mal jemand ganz Junges. Das finde ich aber absolut erfrischend. Und wir sind natürlich gespannt, was sich dahinter verbirgt. Wir spielen Musik. Die führt uns jetzt in die Zeit des gesuchten Vorfahren. Und während sie läuft, blenden wir für alle zu Hause, die nicht mitraten wollen, die Lösung ein. Und ich frage Sie, verehrter junger Gast, glauben Sie der gesuchten Person ähnlich zu sehen? So, ich würde sagen, ja. Schon. Jetzt möchte ich aber wirklich die Lösung hören. Aber ich im Mittelpunkt steht ja der Mensch. Ja, nein, ich habe noch ein Zitat. Bitte gerne. Ja, ändere deine Einstellung zu den Menschen und die Menschen ändern ihre Einstellung zu dir. Ja? Respekt. Ja, bitte Gebrauch davon natürlich zu machen. Ja. Dosiert, ja. Sie sind so jung und die Musik ist es auch, dass ich annehme, Ihr Vorfahre, sei er männlich oder weiblich, lebt noch. Ja, das ist richtig. Suchen wir denn Ihren Vorfahren unter den Künstlern? Ja. Suchen wir ihn bei den Künstlern, bei den Musikern? Nein. Ist Ihr Vorfahre weiblich? Männlich. Ihr Vorfahre ist kein Musiker, Ihr Vorfahre ist ein Schauspieler. Ja. Aha. Okay. Und Sie sehen ihm ähnlich. Also, ich würde schon sagen, aber... Ja, ja. Sagt er das auch? Ja, ich glaube schon, ja. Wir sagen das auch. Und ich sagen das auch. Ja. Ja. Ein Schauspieler, ein deutschsprachiger Schauspieler. Also, er spricht mehr als eine Sprache, aber auch in Deutsch, ja. Ich höre da so einen schweizerischen Dialekt raus. Ist mir jetzt gerade am Schluss noch mitgegeben worden. Ein Bühnenschauspieler, den man so gut kennt, dass wir sagen könnten, da ist eine Ähnlichkeit. Das ist nur noch eine Handvoll. Wollen wir einen kleinen Tipp geben? Ja. Vielleicht zum Begriff des Schauspielers, muss man vielleicht was sagen, ja, oder? Ja, oder vielleicht auch noch mal ein anderes deutschsprachiges Land außer der Schweiz und außer Deutschland? Ja, natürlich. Österreich habe ich mir schon gedacht. Okay. Aber das habe ich besser. Ja unterstellt. Das macht es ja nicht besser. Aber wir brauchen ja einen österreichischen Bühnenschauspieler, den man so gut kennt und der nicht 80 sein darf, sondern der muss ungefähr 50, 60 sein. Also sagen wir doch mal Tobias Moretti, der kann es aber nicht sein, obwohl Sie ihm ähnlich sehen, aber den kennt man auch aus dem Fernsehen. Ja, ich wollte gerade sagen, wir müssen ja auf der Bühne bleiben. Das ist also schon wieder fatal. Auf dem Boden. Ja. Okay, dann vielleicht noch was zum Schauspiel. Ja, das ist eine besondere Art des Schauspiels. Ja, das reicht schon. Okay. Ah ja. Besondere Art des Schauspielens, aber auf der Bühne, nicht Film und nicht Fernsehen. Was bleibt dann auf der Bühne als besonderes... Als besondere Art Comedian. Also nicht ganz. Sollten wir einen Kernhinweis geben? Seine Kunst ist ohne viele Worte, würde ich sagen. Ah, Pantomime. Ach, so. Es ist Sammy Malcho. Ja! Also, gesucht war der große Pantomime und Fachmann für Körpersprache, Sammy Malcho. Und hier ist sein Sohn. Einer von vieren übrigens, Ilan Molchow. Herzlich willkommen. Danke. Von Anja Höfer erfahren wir das notwendige Überleben und Werk. Er ist wohl einer der bekanntesten Pantomimen der Welt. Sammy Molcho hat diese Kunst der reinen Körpersprache perfektioniert. Und er hat sie um wichtige psychologische und dramatische Elemente erweitert. Sammy Molcho wirkt aber nicht nur als Künstler des Körpers, auch als erfolgreicher Autor und Dozent befasst er sich seit vielen Jahren mit unserer so verräterischen Körpersprache.
Der Körper ist der Handschuh der Seele, seine Sprache das Wort des Herzens, sagt einer, der sich wie kaum ein zweiter mit den Ausdrucksformen des menschlichen Körpers auskennt. Für mich in der Pantomime war eine wunderbare Magie. Und diese Magie beherrscht er perfekt. Sami Molcho, geboren 1936 in Tel Aviv. Seine jüdische Familie hat spanische Wurzeln. Mit 10 Jahren steht er zum ersten Mal auf der Bühne. Molcho studiert klassischen, modernen und fernöstlichen Tanz, besucht die Schauspielschule und erlernt die Technik der Pantomime. Diesmal war mein Platz. Ich habe immer hier gesessen zum Essen und hier, eigentlich vor dem Spiegel, habe ich geübt, tanzen. Mit seinen eigenen Schöpfungen, wie hier Vogel und der Jäger, zieht Molcho rund um die Welt, kommt auf gut 2000 Vorstellungen. Daneben arbeitet er auch erfolgreich als Theaterregisseur. 1978 heiratet er die 18 Jahre jüngere Haya Heinrich. Die beiden haben 4 Söhne. Mit Anfang 50 dann ist Schluss mit der Bühne. Der Familienmensch Molcho unterrichtet an der Wiener Hochschule und wird ein gefragter Trainer in Sachen erfolgreiches Auftreten. Seine Bücher sind Bestseller. Sein Credo: Körpersprache ist deutlicher als alle Worte. Es kommt darauf an, sie richtig zu interpretieren und richtig einzusetzen. Bis heute ist Sami Molcho als Weltreisender in Sachen Körpersprache unterwegs. Wir verdanken ihm nicht nur unvergessliche Pantomimen, sondern auch ein besseres Verständnis unserer selbst und unseres Gegenübers. Am Anfang war ein Stück aus der Komposition Hiroshima von Christoph Penderecki zu hören. Sami Molcho hat das Stück bei einem Konzert im Jahr 1970 dem Publikum pantomimisch näher gebracht. Vielen Dank an Ihr Höfer. Ja, da sitzt er jetzt, der zweitjüngste Ilan Molcho, Sohn von Sami Molcho. Ich muss Sie gleich zuerst fragen, wie geht's Ihrem Vater? Ich glaube gut, hoffentlich. Sie meinen, vor 5 Minuten ging's ihm noch gut. Wollen wir es überprüfen? Hier ist er, Sami Molcho. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Bitte kommen Sie in unsere Mitte. Ja. Wir haben ja gehört, seit 20 Jahren sind Sie nicht mehr aktiv als Pantomime. Warum denn das? Aber sonst schon. Ja. Warum sind Sie nicht mehr pantomimisch tätig? Sie wollen uns das nicht mehr gönnen. Nein, ich habe 4 Söhne. Und ja, jede Tournee von mir war 3 bis 4 Monate jeden Tag in eine andere Stadt. Und ich habe entdeckt, Kinder sind keine Koffer, dass man mitschleppt. Ja. Und ich wollte Vater sein. Und dann haben Sie die Körpersprache entdeckt und die hat sich gut mit dem Familienleben vereinbaren lassen. Yep. Aber hat er denn wenigstens am Kindergeburtstag noch den Clown gemimt? Nein, hat er nicht. Er wollte immer dort als Vaterfigur sein. Ja. Und also hat immer außerhalb verschiedene Clowns also gemietet. Er hat den Clown die dann getittert haben, von Sami zu spielen. Aber ja, ja, ja. Jetzt sind Sie, glaube ich, an der Schwelle zur Berufsausbildung. Wie alt sind Sie? Ich bin 20. Und, so jung bin ich nicht. Er sieht jünger aus, gell? 19,5 ginge durch. aber ja, ich studiere in London, yeah, auch Theater. Und ich habe noch 2 Jahre. Ich bin jetzt fast mit meinem ersten Jahr fertig. Yeah. Also ja, ich gehe in dieselbe Richtung halt. Nach Ihrer Erfahrung, haben Sie ihm eigentlich zugeraten? Junge, mach das? Nein. Ich habe eigentlich meine Kinder immer gegeben, ihre freie Wahl, ohne einen Einfluss, welchen Weg sie machen wollen. Ja. Also ich habe weder geraten nein noch ja. Sie mussten sich selbst eigentlich der Entscheidung machen und ihren Weg finden. Ist Ihr Vater ein Idol für Sie? Ja, schon. So ein Vorbild halt, nicht nur als Schauspieler, auch halt als Vater, als Person. Weil er hat auch so viel mit seiner Karriere gemacht. Also nicht nur Pantomime, auch Körpersprache. Mhm. Und hat noch dazu 4 Jungs ja aufgemacht. Also ja. Ja. Sie wollen aber ein Schauspieler mit Stimme werden. Mitsprache, ja. Mitsprache. Ja. ja, auf jeden Fall. Was ist das Ideal? Also Sie machen ja jetzt schon englischsprachig so, die Ausbildung. Ja, englischsprachig. Das klingt so nach internationaler Karriere. Ja, ja, auf jeden Fall. Also hoffentlich ja, in Hollywood. Ja, als ja, nächster James Bond. Sie warten so schon auf den Anruf. Aber ja, ich meine, ich muss noch schauen, was passiert. Ich habe noch, also ja, jetzt
2 Jahre, bis meine Ausbildung fertig ist und dann mal schauen, was passiert. Sami Molcho kenne ich eigentlich, solange ich die Medien verfolge. Und Sie waren ja immer präsent eigentlich in der ganzen Nachkriegszeit. Sie waren der erste Künstler aus Israel, der nach dem Krieg in Deutschland wieder aufgetreten ist. Es ist richtig. Hatten Sie keine Bedenken? Keine? Nicht von meiner Seite. Ich bin gekommen auch sehr bewusst. Ich wurde sehr attackiert in mein eigenes Land, weil es war keine diplomatische Beziehung mit Deutschland. Aber ich war sehr bewusst, dass eine Brücke muss man bauen. Und das baut man nur durch direkte Kommunikation. Mit Hass bringt man keine Brücke zwischen Menschen. Also da gibt es doch unter den Gutdenkenden, glaube ich, sehr viel Verbindung. Es war, glaube ich, wichtig als Katalysator für Austauschprozesse nach dem Krieg. Seit 20 Jahren sind Sie jetzt nicht mehr auf der Bühne und haben die Körpersprache entdeckt. Lehren das. Ja. Was kann man mit der Körpersprache lernen? Das Leben, würde ich sagen. Also wenn man keine Körpersprache macht, dann im Prinzip lebt man nicht mehr. Erzählt der Körper uns tatsächlich so viel? Der Körper ist der größte Schwätzer aller Zeiten. Ja. Er hört nie auf. Ja. Ob das ist bewusst oder nicht bewusst. Ja. Sitze ich ordentlich da? Ja, aber schon allein bin ich ordentlich da und schon haben sie versucht, die Jacke zuzumachen, Krawatte richtig, wie man ein braves Kind verhalten hat. Ja. Also es gibt nicht etwas, dass der Körper hat Funktionen und damit eine Aussage. Also wenn ich Sie Ihnen ganz einfach machen würde, würde ich so da sitzen, ne? Dann würden Sie sagen... Dass Sie eigentlich momentan nicht handeln wollen, aber schau mich skeptisch mit einem provozierenden Augen. Ja, und dieses Lächeln sagt, na, was sagst du jetzt? Genau. Ja, genau. Das könnte Frage ich nur, ist, wie lange würde Sie das halten? Genau. Sind Frauenkörper eigentlich geschwätziger als Männerkörper? Nein. Nicht. Aber Sie drücken was anderes aus, oder? Nur bei spezifischen Körperteilen. Weil sonst Mann oder Frau, also wir haben beide Hände und wenn wir handeln, müssen wir die Hände benutzen. Mhm. Ja, also zwischen Mann und Frau, es gibt's, darf man auch ein bisschen? Ja, ist jugendfrei? Ja. Also wenn ein Mann sitzt mit einer breiten, wenn ein Mann sitzt mit einer breiten Beine, liefert er das empfindlichste Körperteil, das er hat. Mhm. In New York lernt man sofort. Ein Schlag geht zwischen die Beine von einem Mann, bringt ihm außer Gefecht, fällt das Gefahr. Mhm. Bei einer Frau, wenn sie das macht, passiert was anders. Mhm. Ja, weil ihre Schamlippen öffnen sich. Mhm. Und meine Großmutter neigte zu sagen, wenn du mit der Tür offen sitzt, wundert dich nicht, dass Gäste reinkommen. Nie zu. Körpersprache ist was Handfestes. Aber sonst ist das der einzige Unterschied. Ja. Aber so kann man nicht sagen, dass das ist nicht. Aber Sie lernen ja auch Manager und so. Da liegen das Schwergewicht dann auf anderen Themen, oder? Ja, es ist eine Sache. Der Pantomime, genauso der Körpersprache, ist eine menschliche Kommunikation. Mhm. Es ist nicht Tricks zu machen, sondern wie verbessere ich meine Kommunikation mit meinem Personal, mit meinen Kunden. Ja, die Kunden sind keine Gegner. Mein Personal ist ein Teil von einem menschlichen Team, die zusammen Ziele hat. Mhm. Und nur eine verbesserte Kommunikation öffnet alle Ressourcen, die wir haben, gegenseitig. Jetzt frage ich mal den Ilan, wenn man so einen Menschen zu Hause hat, also einen Vater, der die Körpersprache dauernd interpretiert, macht er das auch bei seinen Kindern? Also schon. Ich habe manchmal das Gefühl, dass er durch meine Körpersprache meine Gedanken lesen kann. Ist das wahr? Oder dass wie jede Bewegung ist ein Zeichen für ihn. Also, aber es ist auch sehr gut, es hat auch seine Vorteile, weil wir haben keine Geheimnisse voreinander. Und ja, Körpersprache sagt halt alles. Und wenn es gut lesen kann, dann kann ich auch besser verstehen. Offene Beziehung. Ja. Nun waren Sie jahrzehntelang Pantomime, eine Kunst, die ohne Worte auskommt. Heißt das, dass bei Ihnen zu Hause es immer relativ leise und wortlos und verhalten zugeht? Nein, ich musste kompensieren, dort habe ich nur geschrien. Gut. Vier Jungs sind Bei uns ist es zu Hause das Gegenteil von leise. Aber es war nicht wir waren nicht unangenehm, halt nur viel getobt, unser Körper viel benutzt und auch unsere Stimmen. Aber es war halt sehr laut. Die Botschaft, dass in einem Pantomimenhaushalt auch gesprochen wird, das finde ich erstmal sehr erhellend und auch irgendwo tröstlich. Und ich versuche mich jetzt körpersprachlich perfekt von Ihnen zu verabschieden und Ihnen herzlich zu danken. Sami Molcho und sein Sohn Ilan, der vor einer großen Karriere steht. Ja. Vielen Dank. Dankeschön. Ein Platz in der ersten Reihe.
gut.